Und damit guten Abend zu Max, Ihrem Marktmagazin. Bitte bleiben Sie gesund, ganz besonders, wenn Sie auf dem Land leben. Die Problematik ist erkannt, es gibt zu wenig Landärzte. Es wird auch immer wieder mit neuen Ideen daran herumgedoktert. Im Bundestag ging es heute ja auch wieder darum. Nur währenddessen verschärft sich die Situation immer mehr. Max zeigt, wie krass der Unterschied inzwischen ist zwischen Stadt und Land. Und das Thema wird uns noch auf jeden Fall weiter beschäftigen. Aktionspreis, das klingt doch unglaublich dynamisch nach jetzt oder nie. Vielleicht ist die Supermarkt- oder Discounter-Aktion ja morgen auch schon wieder vorbei. Und dann ist Ihnen das schöne Schnäppchen durch die Lappen gegangen. Aktionspreise machen erstmal ganz groß Eindruck. Max zeigt Ihnen, was der Handel noch alles so treibt, nur um an unser Portemonnaie zu kommen. Wer treu ist, wird bestraft. Ja, so muss man sich das anschauen. Wenn Sie sich ganz emotionslos Ihre finanzielle Beziehung zu Ihrem Stromlieferanten, Ihrem Telefonanbieter oder Ihrer Bank ansehen, dann werden Sie zum Schluss kommen, Treue zahlt sich nicht aus. Neukunden kriegen die tollen Angebote, wechseln wird belohnt, aber eben nicht brav jahrelang beim selben Anbieter zu bleiben. Fasten Sie noch oder haben Sie auch schon aufgegeben? Halbzeit haben wir ja. Viele sind ja ganz schlau und haben sich besser nur mal eine Sache vorgenommen, auf die sie dann verzichten wollen. Das hält man dann im Zweifel ja auch besser durch. Das verschleiert aber auch sehr viel, ob jemand überhaupt fastet oder wenn ja, überhaupt was. Folgendes sieht jedenfalls auf den ersten Blick überhaupt nicht nach Fasten aus. Und es ist auch wirklich schwierig, das Fasten durchzuhalten. Ich bin ja auch schon gescheitert. Und dazu kommt ja auch noch, dass sich die Lebensmittelindustrie ja ständig was Neues, Leckeres einfallen lässt. Spannende Sendung gibt es heute Abend dazu um 21:45 Uhr hier im hr-Fernsehen. Die Lebensmittelerfinder. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Was machen Sie mit Ihrem alten Laptop, wenn es noch gut in Schuss ist? Verkaufen. Und für den Käufer kann das durchaus unterhaltsam sein, wenn er sich Ihre dort gespeicherten Urlaubsfotos anschaut. Und wenn er sich nur ein bisschen schlau anstellt, weiß er alles über Sie. Wir haben es ausprobiert. Tja, das wird immer doller. Gar nicht auszudenken, wenn das Laptop dann mal in die falschen Hände geraten würde. Eben noch im Beitrag jetzt bei uns im Studio unser Internetsicherheitsexperte. Dir nichts hinbekommen, die ganzen Daten wiederherzustellen. Ist das wirklich so einfach? Kann das jeder? Ja, jeder, der sich ein bisschen mit Technik auskennt, dass man einfach nur löscht. Das heißt, was müssen wir tun? Eigentlich muss man dann sind die Daten in Wirklichkeit noch da. Das heißt, wenn Sie die Daten sicher löschen wollen, dann müssen Sie aber erstmal installieren und ein bisschen lernen. Das heißt also, wenn ich irgendwie sensible Daten, wir haben ja gerade auch gesehen, Kontoauszüge und Kontodaten sind ja durchaus sensibel, da draufhauen und den Rest dann verkaufen. Mit dem Hammer oder eben auch mit dem Schredder kann man Festplatten zerstören und dann kann man den Rest verkaufen und muss sich gar keine Sorgen machen, ob da irgendwas entsorgt mit dem Hammer und schon haben wir ein neues Problem. Die neuen Fernsehgeräte, die können viel mehr als uns lieb sein kann. Funktioniert, braucht ein moderner Fernseher, ein Mikrofon und eine Kamera. Und da werde ich entsprechend beobachtet. Nicht will, dass mein Fernseher mich beobachtet oder jemand, der am Ende der anderen Software sitzt und mich gerne beobachten möchte. Ja. Wie irgendwie möglich für mich zu kontrollieren, ob das gerade an ist oder nicht? Gar nicht. Sie haben nicht die geringste Chance. Wenigstens das System dann ausschalten. Also, oder andersrum, wenn der Fernseher aus ist, dann passiert nichts. Oder Standby, passiert dann doch was? Nun, wenn der Fernseher aus ist, Strom hat... Ich finde das ein bisschen gruselig, was Sie erzählt. Also sollte ich dann lieber darauf verzichten, auf Smart TV, darüber überwachen kann, per Mikrofon zum Beispiel? Ein großes Problem dabei ist ja gerade das Aufzeichnen und das, was Sie sagen, interpretieren. Und oftmals geschieht das eben nicht lokal auf dem Fernsehgerät, sondern bei irgendeinem... Heißt das ehrlich gesagt nicht so. Der neue Fernseher, herrlich, hört uns ab und unser Computer oder das Laptop kann uns überwachen. Ein beklemmendes Gefühl ist das. Und wie verhindere ich das, dass meine Kamera ferngesteuert mich beobachtet? Also, nun gibt es ja weltweit oder deutschlandweit, gibt ja nun Millionen von Laptops. Ja. Ist das jetzt Angstmacherei oder ist diese Gefahr wirklich da? Nun, zunächst mal ist es hilfreich, um dann doch eben Fotos zu erhaschen von den Personen, die gerade arbeiten. Das kommt also in der Tat durchaus vor. Der Internet-Experte empfiehlt einen Aufkleber, auch nicht schlecht. Einfach, billig, tut. Ja. Wie ist das denn mit den Smartphones? Da sind ja auch überall Kameras dran. Mhm. Genauso gefährlich? Nun, moderne Smartphones haben alle... Da waren, danke, viel erfahren. Gerne. Wenn Sie es sich so richtig schön machen wollen zum Frühstück, wenn es besonders lecker sein soll, dann kommt garantiert entweder Lachs
oder Krabbensalat auf den Tisch oder vielleicht auch beides. Ein Krabbensalat-Cocktail, das hat ja sowas von Hauch von Luxus. Lachs haben wir uns neulich bei Max vorgenommen, heute ist der Krabbensalat dran. Und das war's von Max, Ihrem Marktmagazin. Nächste Woche gibt's uns wieder. Da ist unser Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen bei uns zu Gast. Bis dahin, ich freue mich auf Sie.